Also der Blick in diesen Garten, Hortus Felix, neuerdings getauft, der lohnt auf alle Fälle. 2800 Quadratmeter, ursprünglich ganz normal bewirtschaftet und jetzt mit einer ganz witzigen Idee umgearbeitet. Damit meine ich nicht die tibetanischen Gebetsfähnchen, die Markus Gastel mitgebracht hat von seiner Weltreise, sondern eine andere Idee namens Permakultur. Markus, Permakultur, wir duzen uns, weil wir uns kennen. Was heißt Permakultur? Ja, Permakultur heißt halt einfach, einen Garten nachhaltig zu gestalten. Man versucht, Gemüse, Lebensmittel zu produzieren, ohne dass man von außen Energieträger wie zum Beispiel Kunstdünger mit reingeht. Das funktioniert und wie sowas funktionieren kann, möchte ich eben hier in dem Garten zeigen. So, jetzt guckst du zum Beispiel extrem drauf, welche Bedingungen dir die Natur bietet mit sogenannten Zeigerpflanzen. Da muss man sich halt ein wenig auskennen. Ne? Was genau haben wir jetzt da so? Hier oben, da stehen so diese ursprünglichen Flächen. Hier waren Edelrosen gestanden. Da ist viel Kunstdünger und Blaukorn und Mist reingekommen. Diese Pflanzen, die wir hier sehen, die Brennnessel und der Giersch, das sind Stickstoffzeigerpflanzen. Die zeigen mir jetzt, dass hier gute Böden sind. Sprich, wenn ich Beete anlegen will, werde ich das dort tun. Warum hier? Nicht hier? Ist noch nie Kunstdünger ausgebracht worden. Hier sehen wir jetzt, hier ist schon Vielfalt. Hier sind Pflanzen da, hier sind Blumen. Und das ist das Schöne, weil hier wird eben die Blumenwiese in Zukunft sich entwickeln und dann tatsächlich auch stabil vorhanden sein. Das heißt, da, wo ein magerer Boden ist, da hat man mehr Vielfalt an Blumen. Genau. 2800 Quadratmeter, lass uns mal ein Stück weitergehen. Ihr mäht das ja nicht alles, wohlgemerkt, ne? Nee, wir mähen das nicht, sondern nur die Wege, dass man durchlaufen kann. Und an den Stellen, an denen praktisch das andere Zeug wachsen darf. Da wird dann gesenzt, man hat Ruhe. Nicht so wie woanders, da wo man einen Krach macht, wo man Energie verbraucht. Und dieses gemulchte, dieses gesenzte Material, das verwendet man dann auch wieder in den Gemüsebeeten, dass man da praktisch aufbringt. Und diese Energie, die hier wegkommt, dass man die wieder zurückbringt. Also ein geschlossener Ökokreislauf. Wir sehen hier ganz viele Nadelbäume, Zeugs. Was soll das hier? Also hier waren ja ursprünglich ganz viele große Nadelbäume gestanden. Nadelbäume sind ökologisch überhaupt nicht wertvoll. Die sind umgelegt worden. Licht kommt rein und wir haben nichts weggefahren, sondern wir haben alles, was hier war, wieder verwertet. Die Äste, die Zweige, die Stämme als zukünftiges Totholz. Für was ist das gut? Ja, hier können sich Tiere verstecken und dahinter wird die Hecke, die das ganze Grundstück umgibt, dann aufgebaut. Davor sammelt sich Wärme und wir sehen hier jetzt schon die Pflanzungen, da ist Mais, da sind Bohnen, da ist Kürbis, das nennt man die drei Schwestern, die arbeiten vollkommen gut hier zusammen. Also ganz wichtig, nichts wird weggebracht, hier entsteht gerade Lebensraum für kleine Insekten und sowas ähnliches. Genau. Das hier wird mal ein Beet, unten gibt es schon weitere, also das heißt, man hat auch wirklich so eine Ertragszone, was wir hier momentan nicht sehen. Das ist das hier, was blüht, wobei das in dein Konzept zwingend hineingehört. Wir waren nämlich heute Nachmittag im Hortus Insectorum am Hesselberg, auch ein Garten von Markus, der schon seit längerem existiert, wo du auch Führungen machst. Und da sieht man wirklich, dass es blüht. Warum ist es mit den blühenden Pflanzen so wichtig? Ja, die blühenden Pflanzen, die geben natürlich den Insekten Nahrung. Insekten, die brauchen wir auch bei der Permakultur als die Lebewesen, die Blüten bestäuben. Und nur dann, wenn Blüten bestäubt werden, dann gibt es tatsächlich ja auch Früchte und Samen. Und wir wissen ja alle, dieses Bienensterben, das greift um sich. Und als privater Gärtner muss man großes Interesse haben, dass man viele Insekten im Garten hat, die diese Arbeit von dieser Honigbiene in Zukunft möglicherweise übernehmen können. Das sind noch nicht irgendwelche Blühpflanzen, sondern es sind welche, wo wirklich Insektennahrung rausziehen können. Also genau. Wir haben einerseits den Unterschlupf und wir haben andererseits mehrjährige Pflanzen und solche, die Pollen bieten und so weiter. Mhm. Ich frage hier mal kurz nach, Markus, ich komme dann gleich wieder zu dir. Wir haben ja einmal die Gerlinde Strath, die den Garten hier mitbewirtschaftet. Was habt ihr denn jetzt hier so in eurer Ertragsfläche so angebaut? Ja, da haben wir jetzt die Radieschen, Spinat, auch Pastinaken und dazwischen auch mal Blumen, Kornblumen oder auch hier die Dahlien angesät, sodass also das ein bisschen gemischt ist und dass wir auch was für uns zum Essen gleich haben, wie diese Radieschen hier. Im Wesentlichen eigentlich das, was man in jedem anderen Garten auch anbauen würde, nur ein bisschen anders bewirtschaftet. Da wird zum Beispiel gerade Wiese draufgestreut. Ich frage mal den Praktikanten, es gibt ja einen Praktikanten, warum? Das bringen wir aus, dass wir einmal die Pflanzen vom Wind schützen und dass sie nicht so schnell austrocknen. Aha. Hat er schon was gelernt, der Patrick? Der Patrick, danke schön, kommt von der Fachoberschule in Triesdorf. Gibt es eine Kooperation inzwischen mit dem Permakulturgarten von Markus Gastel? Und es ist eine der Lehrerinnen, die Frau Voigt. Frau Voigt, dass Sie hier Praktikanten herschicken, das heißt für mich, Sie scheinen das ganz sinnvoll zu finden, was hier passiert. Ja, also das ist natürlich für die Schüler eine spannende Sache und auch was ganz Neues.
Und das Besondere ist natürlich, wenn ich im Unterricht mit den Schülern in der Ökologie solche Sachen mache wie Kreisläufe, also Stoffkreisläufe oder zum Beispiel Räuber- und Beutebeziehungen, dann können die es hier direkt im Praktikum ganz direkt selbst erleben. Und das ist natürlich viel spannender als bloß zu Hause im Unterricht auf dem Papier. Jetzt haben wir hier einen besonderen Garten, nämlich einen Permakulturgarten. Ist in Permakultur an der Fachoberschule in Triesdorf oder vielleicht auch an der Fachhochschule, wenn Sie da Einblick haben, ein Thema? Wird sowas unterrichtet? Nee, also das sind leider noch ziemlich exotische Themen, sowas. Die findet man nur noch in den Randbereichen in der Fachhochschule dann. Aber es ist eigentlich sehr schade, weil als Biologin kann ich sagen, die Prinzipien, nach denen die Permakultur arbeitet, die stehen alle auf einem fachlich-wissenschaftlichen guten Fundament und das lässt sich auch alles gut nachvollziehen. Dankeschön, Frau Voig. Also scheinbar Lob für dein Konzept hier, Markus. Du hast ja auch ein Buch herausgebracht, das heißt Drei-Zonen-Konzept, gibt es erst seit einer Woche auf dem Markt. Der Drei-Zonen-Garten, Vielfalt, Schönheit, Nutzen. Und du bietest auch Führungen an, ne? Aber nicht gleich hier im Hortus Felix, ihr braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Hier wird die erste Führung Ende August sein. In meinem anderen Garten, im Hortus Insektorum, da finden regelmäßig Führungen statt. Und ich denke, das kann man bei euch dann auch irgendwo rauskriegen, wo die Führungstermine dann drinstehen. So war der Plan, nämlich unter www.frankenschau.de kann man sich mal reinklicken, wer sich für so ein Permakulturkonzept, das natürlich sich so schnell gar nicht erklären lässt, weil so eine Führung dauert 1,5-2 Stunden und wir haben nur 7 Minuten, wo man sich für so ein Permakulturkonzept interessiert, www.frankenschau.de.